Projektvorstellung Pflegeimmobilie Kreilsheim. Am Mikrofon ist Maxi Schwarz von der Wohnung Jetzt GmbH. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, heute möchte ich Ihnen eine typische Pflegeimmobilie vorstellen, die als Anlageobjekt verkauft wird. Das heißt, man kann hier ein Pflegeapartment erwerben und was es damit auf sich hat, möchte ich anhand dieses konkreten Angebots einmal besprechen. Los geht's! Ja, circa 90 Kilometer östlich von Stuttgart befindet sich im Landkreis Schwäbisch Hall die Gemeinde Kreilsheim. In Kreilsheim leben rund 36.000 Einwohner und in relativ zentraler Lage wird ein neues Seniorenzentrum gebaut. Gegenüber dieser Pflegeimmobilie befindet sich eine Wohnanlage für betreutes Wohnen. Diese Wohnungen sind auch relativ neu. Sie wurden vor circa einem halben Jahr fertiggestellt und an Selbstnutzer verkauft. Gegenüber dem betreuten Wohnen wird jetzt ein modernes Seniorenzentrum gebaut und Anleger können hier einzelne Apartments erwerben. Die Besonderheiten einer Pflegeimmobilie, und das gilt auch für Kreilsheim, liegen darin, dass sämtliche Apartments, also im Prinzip die komplette Pflegeimmobilie, fest auf 20 Jahre vermietet sind. Und zwar an einen Träger aus der Region. Dieser Träger ist schon mehrere Jahre tätig und bewirtschaftet zurzeit 14 Senioreneinrichtungen, ist also ein mittelständisch geprägtes Unternehmen. Eine weitere Besonderheit bei dieser Pflegeimmobilie in Kreilsheim ist, dass es sich um einen klimafreundlichen Neubau handelt. Und das Schöne an klimafreundlichen Neubauten ist zum einen, dass sie natürlich besonders energieeffizient im Betrieb sind, also möglichst geringe Heizkosten verbrauchen. Und für Anleger ist das auch dadurch attraktiv, dass diese klimafreundlichen Neubauten derzeit von der KfW-Bank mit zinsverbilligten Krediten gefördert werden. Das schauen wir uns jetzt gleich an. Wie sind denn hier die Eckdaten? Ein Apartment in Kreilsheim kostet 228.000 Euro und bringt eine Jahresmiete von brutto 7.300 Euro. Setzt man das ins Verhältnis, dann ergibt sich hier eine rechnerische Bruttorendite von 3,5%. Bruttorendite deswegen, weil sie von der Jahresmiete noch die Kosten für die Hausverwaltung und die Ansparung einer Rücklage abziehen müssen. Diese Beträge, rund ca. 600 Euro jährlich, werden auf andere Konten ausgezahlt und demzufolge landen die nicht in der Tasche des Anlegers. Das KfW-Darlehen, das man hier beantragen kann, hat folgende Konditionen. Pro Apartment kann man bis zu 150.000 Euro als Darlehen von der KfW-Bank bekommen, zu einem Zins von 0,01%, effektivem Jahreszins. Und dieser Zinssatz wird für 10 Jahre festgeschrieben. Das sind wirklich sensationell niedrige Kondition, also im Prinzip ist es nahezu ein zinsloses Darlehen bei 0,01%. Die Fertigstellung dieses Pflegeheims ist für Juli 2024 geplant. Also wenn man heute kauft, würde man nach Baufortschritt gemäß Makler- und Bauträgerverordnung den Kaufpreis in insgesamt 7 Raten bezahlen.
Nach der Fertigstellung im Juli 2024 bekommt dann der Träger die Schlüssel für das Haus. Der wird dann das Haus einrichten, wird es möblieren, wird Personal einstellen und wird dann peu à peu die Apartments mit pflegebedürftigen Senioren belegen. Diese Anlaufzeit ist für einen Träger in der Regel sehr kostenintensiv und um hier das für den Träger möglichst wirtschaftlich zu gestalten, gibt es bei Pflegeimmobilien oft eine sogenannte mietfreie Anlaufzeit. Die liegt in vielen Fällen bei 6 Monaten, so auch hier. Das heißt, wenn man sich hier für ein Apartment als Anleger interessiert und ein Apartment kauft, wird die erste Miete erst 6 Monate nach der Fertigstellung, also Ende 2024, gezahlt werden. Ja, Stand November 2023 ist das Gebäude bereits im Bau. Es wird insgesamt 3 Etagen haben. Der Rohbau ist inzwischen bei der 3. Etage angekommen. Das kann man sich aber auch selber vor Ort anschauen. Besichtigungen sind in Absprache selbstverständlich mit dem herstellenden Bauträger möglich. Ja, falls man sich als Anleger für so ein Angebot interessiert, wie geht es weiter? In der Regel bekommt man zuerst das Exposé mit einer Musterberechnung. Dann wird bei weitergehendem Interesse ein Apartment kostenfrei für eine bestimmte unverbindliche Reservierungszeit reserviert. Diese Zeit kann man nutzen, um zum einen die Finanzierung zu klären, also beispielsweise einen KfW-Antrag zu stellen und natürlich, um sich intensiv mit den Objektunterlagen auseinanderzusetzen. Da gibt es ja dann einen Mietvertrag mit dem Träger, es gibt einen Verwaltervertrag, eine Baubeschreibung, einen Musterkaufvertrag. Diese Unterlagen sollte man sorgfältig prüfen. Wenn alles passt, ist dann der nächste Schritt die verbindliche Reservierung. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem Podcast eine beispielhafte Pflegeimmobilie darlegen. Das war's von meiner Seite. Infos zu diesem Objekt verlinkt in der Podcast-Beschreibung und ich freue mich auf ein Wiederhören im nächsten Podcast. Bis dann. Tschüss.